Hi, ich bin Mandy, ich studiere Deutsch und Spanisch auf Lehramt im Zweitstudium hier an der Uni Jena. Hi, mein Name ist Philipp, ich bin 25 Jahre alt, studiere an der Uni Jena Geschichte und Geografie auf Lehramt. Die Uni bietet ein unglaubliches Spektrum an Studiermöglichkeiten. Zum Beispiel war Spanisch damals, als ich anfing, ganz neu als Lehramtsfach möglich zu studieren. Also das hat mich auf jeden Fall sehr gereizt und deshalb mache ich das jetzt auch. Und positiv empfinde ich vor allem, dass man trotz der Größe der Uni recht kleine Seminare vorfinden kann, in denen man auch wirklich Gespräche führen kann, diskutieren kann. Und ich finde, darin lebt auch die Uni. Beim Jenaer Modell der Lehramtsbildung hat mich überzeugt, diese Integrierung eines Praxissemesters. Das heißt, man hat dort ein halbes Jahr eine praktische Erfahrung an einer Schule, in der man eigentlich wirklich so den Schulalltag mal mitbekommt. Das heißt, man muss Klassen leiten, man organisiert Klassenfahrten, man organisiert vielleicht Wandertage mit, man organisiert selbst Unterricht, man muss den Unterricht natürlich auch halten, man kann die ersten Erfahrungen sammeln, man kann auch was falsch machen, aber so ein erstes Feeling wirklich dafür bekommen, bin ich in dem Beruf richtig oder muss ich vielleicht noch an der einen oder anderen Stelle etwas machen. Diese Erfahrungen in der Praxis waren für mich persönlich ein Mehrgewinn. Es ist so, dass im Grundstudium ganz viele Pflichtveranstaltungen natürlich erstmal belegt werden müssen. Aber das Schöne ist, dass wenn es dann in Richtung Hauptstudium geht, dass man dann wirklich sein Spektrum erweitern kann und nach seinen eigenen Interessen gehen kann und sich dann auch so weit spezialisieren kann. Also beispielsweise hatte ich in Deutsch dann die Möglichkeit, ein Orthographie-Seminar zu belegen, was super war. Das begleitet mich jetzt eigentlich tagtäglich und ich überlege, wie was richtig geschrieben werden kann. Und das ist schon schön, dass man dann nach seinen eigenen Interessen auch gehen kann. Ja, besonders schön finde ich auch, dass trotz der Größe der Uni es immer noch möglich ist, dass es kleine Seminare gibt, in denen man viel philosophieren kann, diskutieren kann und dass eben auch die Uni und der Uni-Alltag aus den Gesprächen lebt. Ja, also man nicht nur anonym im Hörsaal sitzt, sondern auch wirklich aktiv daran teilhaben kann. Das ist besonders in den Sprachkursen vorzufinden, aber auch in den Didaktikkursen. Wenn man Probleme oder Fragen hat, kann man seine Dozenten oder seine Dozentin anschreiben. Und dann kommt man ins Gespräch, da die auch relativ nah in der Stadt verteilt sind. Also das heißt, man hat nicht den einen großen Campus, sondern es ist alles in der Stadt verteilt, aber auch fußläufig maximal 5 Minuten, wo man wirklich von dem einen Ort zum anderen kommt. Ich bin schon seit vielen, vielen Jahren hier in Jena, habe sogar eine kleine Familie gegründet. Während des Erststudiums, also kann ich Jena auch als Familienstudentenstadt wärmstens empfehlen. Jena ist vor allem schön, weil es so eine Art Kompromiss aus Großstadt, aber irgendwie auch Kleinstadt ist. Also das finde ich so charmant, dass man erstens überall ganz schnell unterwegs sein kann und zweitens aber auch die Leute, die man kennt und die man gerne sehen möchte, auch immer wieder sieht in der Stadt. Außerdem ist die Kulturarena in Jena im Sommer immer ein ganz großes Highlight. Das ist Musik und Theaterfestival. Also das macht Jena wirklich aus und lebenswert. Neben so vielen anderen Dingen ist die Naturlandschaft, also was Jena an Natur bietet, an der kulturellen Vielfalt, auch für mich, weil ich sehr gerne esse, die kulinarische Vielfalt in Jena, die ist einfach grandios. Also wer syrisch was essen möchte, über thailändisch, über vietnamesisch, das ist einfach klasse. Also ich persönlich bin ein Fan des Wanderns. Das heißt, wenn ihr einfach nur vom Stadtzentrum aus losstartet, seid ihr in einer halben Stunde in den Kernbergen. Dort kann man wunderbare Wandertouren unternehmen, auch für die Leute, die gerne joggen gehen, die gerne vielleicht auch schwimmen gehen. Wir haben tolle Möglichkeiten, dass ihr das ausleben könnt. Eigentlich habe ich mir gedacht, ich studiere hier 4 Jahre und dann gehe ich wieder zurück nach Hause oder in die Welt. Aber ich bin tatsächlich gekommen, um zu bleiben. Und ich glaube, so geht es ganz vielen hier. Und Jena ist mein neues Zuhause geworden.